Leute, was geht immer noch mit der Hurenqualität? Was? Perfekt. Heute reagieren wir auf ein neues Video von Wissenswert. Trauriger Titel, deswegen dachte ich mir, ich nehme dich mal mit. Warum bist du ein trauriger Mensch, Digga? Nö, wir können ja zusammen weinen. Okay, komm. Bisschen. Jalla, gib ihm. Nadja? Ich glaube, ich muss weinen. Hallo, keiner hat das Recht. Nadja, ich glaube, ich muss weinen zu sagen, außer ich. Ich hab's nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, ich muss weinen. Nadja? Nein, es hat keiner das Recht. Perfekt, Digga. Strafe, Digga. Na gut, dann kannst du auch sterben gehen. Nein, Digga. Aber du zahlst die Strafe. Welche Strafe denn? Ja, die Strafe. Was ist denn die Strafe? Ich weiß es nicht. Naja, die Todesstrafe würde ich jetzt nicht sagen. Aber ein bisschen Menschenverletzungsdings. Was wird das jetzt, wenn ich mal darf? Naja, ich möchte eine 800 Euro Brille anziehen, Digga. Kostet 200. Gehörst du dir dem Reiben, Patscher, bin ein Ten, Digga. Komm, schreie, geh so. Weil, guck mal, ist ja ein trauriges Video und ich will nicht, dass Leute mich weinen sehen. Patschala bin ein Ten. Na los, ein Ten, dann fangen wir an. Achso, ich weiß gar nicht, wann das Video online gekommen ist, aber kann sein, dass heute meine Kollektion online gekommen ist. Wenn nicht, Rudi, ich bleib mal hier zwei Tage ein. Kauf die UADS. Perfekt, Digga, danke. Dann kann ich auch diese ganzen Trips hier finanzieren. Ohne das geht's leider nicht. Ja, ich weiß. Perfekt, Digga. Ist ja nicht so, dass mein Vater das hier alles zahlt. So, wir fangen an. Nichts auf der Welt ist sicher, außer der Tod. Wir müssen alle einmal sterben, aber nur die... Selbst der Tod kostet Geld. ...wenigsten wissen, wann es bei ihnen soweit ist. Die Menschen in diesem Video hingegen waren sich sicher, kurz vor ihrem Tod zu stehen und nahmen daher Abschiedsvideos auf. Boah, glücklicherweise überlebten sie dann aber doch. Oh. Das hier sind 10 Abschiedsvideos von Menschen, die dachten, dass sie sterben. Ah, vielleicht dachten die auch mäßig, du weißt doch, kurz vorm Flug, Absturz und so. Das könnte ein sehr interessantes Video werden. Müssten. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach ja, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in einer Situation wart, in der ihr dachtet, sterben zu müssen. Wir sind gespannt. Los geht's mit der Nummer 10 und dem 42-jährigen Khalid. Ich dachte, jetzt kommt ein mieser Kommentar, Digga. Ist doch ein mieser Kommentar, kauft die UADS. Stimmt. Perfekt, Digga. Bist ihr nie in die Kommentare schreiben, wart ihr auch schon mal kurz vorm Tod? Hanne, so kann man den Algo auch verarschen. Jungs, wenn ihr eure Mutter liebt, gebt diesem Video einen Kommentar. Was soll das, Digga? Hast du auch recht, Digga. Ja, was soll das, Mann? Khan, Khalids Wohnhaus in der Nähe der indischen Großstadt Mumbai, sollte eigentlich schon längst renoviert werden, aber die Pandemie im letzten Jahr verhinderte die Bauarbeiten. Im letzten September geschah dann das Unglück. Das dreistöckige Gebäude stürzte plötzlich ein und Khalid wurde unter den Trümmern begraben. Boah. Khalid überlebte den Einsturz zwar, aber in der dunklen Stille war er sich sicher, sterben zu müssen. Also nahm er sein... Gänsehaut, sein Vater bekommen. Smartphone in die Hand und zeichnete eine emotionale Videobotschaft für seine Bruder. Frau und seine Kinder auf, in der er sich von ihnen verabschiedete. Boah. Der 43-jährige Inder hatte keine Hoffnung mehr, sie jemals wiederzusehen, aber nach 10 Stunden geschah dann das Wunder. Einsatzkräften gelang es, sich zu ihm durchzugraben. Was das für ein Gefühl sein muss, ne? So 10 Stunden unter irgendwas zu sein, wo du denkst, okay... Auch in der Türkei ist das gleiche, Bro. Ja. Das passiert so oft, Bruder. Die suchen eine Woche und finden noch lebende Menschen dann, ne? Das ist krass, Bro. Babys und so, Bruder. Krass. Bruder. Und ihn aus den Trümmern zu retten. Weiter geht's mit der Nummer 9 und dem Amerikaner Kevin Diepenbrock aus Texas. Wo? Kevin machte zusammen mit einem Freund vor ein paar Jahren einen Motorradausflug und genoss die Fahrt, als etwas Schreckliches passierte. Und da muss ich mich einmal kurz, bevor es anfängt, melden. Wahrscheinlich Motorradunfall, dies, das. Ich verstehe Menschen nicht, die Motorrad fahren. Das ist sehr riskant. Motorrad zu fahren ist sehr riskant. Aber es ist eine Sucht. Es ist eine Sucht, das ja, ist das stimmt. Eine Sucht, Digga. Aber Bro, es ist ein Fakt, dass Motorradfahrer eher sterben. Weißt du, ich meine? Ich es gibt Menschen, die fahren immer zu einem Land oder in einem Land. Ich weiß nicht, ob es eine Stadt ist oder in einem Land, wo es so richtig kurvig-murvig ist. Das kickt die. Und Bro, es ist ein Fakt, dass da jährlich auf diesen Kurven Leute sterben und trotzdem kickt das die. Ich verstehe Motorradfahrer nicht. Und ich hasse es, Entschuldigung, dass ich noch unterbreche. Und ich hasse es auf der Autobahn. Wenn Motorradfahrer hinter mir sind oder mich überholen und sowas. Die triggern, Bro, die machen links, rechts. So, jetzt kannst du hier. Ich habe einen Kollegen, Bruder, er fährt auch Motorrad, er fährt jedes Jahr in der Türkei. Jedes Jahr mit Motorrad? Ja. Oha. 300 km/h und so ein Scheiß, er ist verrückt. Okay, das ist krass. Sein Freund bremste unerwartet und Kevin kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine 15 Meter tiefe Schlucht hinunter. Oh yeah. Er konnte kaum noch atmen und sich auch nicht mehr bewegen. Alter, ich kann kaum atmen, wenn ich vom Stuhl falle, Bruder. Digga. Heftig. In dieser Situation war sich der Biker sicher, sterben zu müssen. Schließlich konnte ihn niemand in der Schlucht liegen sehen und sein Handy hatte keinerlei Empfang. Es reichte nicht einmal mehr für eine SMS oder einen Notruf. Also griff Kevin sein Handy und nahm eine Botschaft für seine Familie auf. Er entschuldigte sich bei ihnen, dass er so dumm gewesen sei und sagte ihnen, dass er sie liebt. I say I love you guys. Sorry, it's being stupid. Außerdem bat Kevin seine Eltern, dass sie auf seinen Hund aufpassen sollten. Als dann auch so, dass ich jetzt gelacht habe, Digga.
Aber er denkt an seinen Hund, Bro. Weißt du, meine? Ihren Mann, Digga. Ihren Mann. Noch der Handy-Akku alle war, hatte Kevin endgültig mit allem abgeschlossen. 10%. Boah. Bruder, Battery. Was muss das für ein Gefühl sein, Bruder? Nach Bruder, unglaublichen Bruder. 27 Stunden kam dann aber doch noch zufällig zwei. Einfach, du liegst da seit 27 Stunden wie Müll. Ja, Bro, Hanne, ist ja nicht so, dass du. Du hast schon abgeschlossen, Bruder. Ja, du wartest nur auf deinen Tod so. Du wartest einfach auf deinen Tod. Bei anderen Motorradfahrer vorbei, die seine Hilfeschreie hörten. Kevin konnte also gerettet werden und wurde danach ins Krankenhaus geflogen. Krass. Heftig. Kommen wir nun zu. Auch der Typ, Digga, der Typ, der ihn gerettet hat, ich schwör's, ich wäre ihm mein Leben lang dankbar. Ist er wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. Ist er wahrscheinlich auch. Nummer 8 und dem Albtraum aller, die einen Ausflug machen. Nämlich sich hoffnungslos zu verirren. Boah, nee. Genau das. Da hatte ich auch als Kind sehr viele Albträume, Bro. Einfach verlaufen, das ist lech. Das war dem Amerikaner Mick Oman passiert, nachdem er ein altes einfach. Minendorf in der Wüste von Arizona besichtigt hat. Bockwart kennt ihn genau, der Bockwart. Auf dem Heimweg, als sein Auto mitten in der Wüste liegen blieb. Er hatte keinen Handyempfang und das Einzige, was er dabei hatte, waren eine Flasche Wasser, ein Sandwich, zwei Bier und eine Tüte Chips. Hauptsache Bier. Bei brennender Sonne irrte Mick dann durch die Wüste und kam schnell an einen Punkt, an dem er so ausgetrocknet war, dass er nicht einmal mehr schlucken konnte, weil seine Kehle zusammenklebte. Oh. Mick war sich sicher, sterben zu müssen und nahm ein Video für... Was meinst du, was er als erst getrunken hat? Entschuldigung, dass ich jetzt wieder lache. Meinst du, er hat erst das Bier getrunken und dann das Wasser als letztes? Er muss doch auch taktisch vorangegangen sein. Bruder, erstmal Bier und dann Wasser, glaube ich, ja. Ja, wahrscheinlich. Und irgendwann das Aber stell dir vor, er hat den dummen Move gemacht. Er hat erst was getrunken und dann... Trink, 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 trink! Er trinkt so beide. Na gut, aus einem emotionalen Video wurde, naja, na gut. Trink, Digga. Man muss ja ein bisschen lachen können. Seine Schwestern auf, indem er ihnen sagte, wie sehr er sie liebt. If you find this phone and I didn't do so well, please tell my sisters how much I love them. Wieso lachst du denn? Aber, wieso lachst du denn? Das ist nicht witzig, Mann. Das ist nicht witzig, Digga. Aber guck mal, Bro. Ja. In solchen Augenblicken ja. Glaubst du auf schätzt du alles wert und glaubst auf jeden Fall an Allah, an alles, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Digga, so, das sind Menschen, mit denen ich gerne so Interviews im Nachhinein machen würde. Hat er sich als Mensch verändert? Hat sich dein Mindset verändert? Oder du kennst das doch. Ja. Hat er mal nicht dankbar. Kennst du das, wenn du richtig Bauchschmerzen hast, auf der Toilette so anfängst zu beten? Bauchschmerzen? Ja. Und du sagst, wieder Jimmy-Jam oder dies, das, das. Aber du machst den Fehler immer wieder. Ja. Nach so einem Fehler, ich glaube, da ändert sich viel. Vielleicht kommt man näher zum Glauben, vielleicht kommt man näher. Keine Ahnung. Kannst du mir das Wasser geben? Welches Wasser? Das war? Das hier? Ja. Das Video hat mich durstig gemacht. Bisschen Kehlkopfkleb. Du musst ein bisschen lachen können, Digga. So, wie geht's? Nach 2 Tagen wurde Mick dann aber zufällig von Wanderern entdeckt und gerettet. Weiter geht's mit der Nummer 7 und einem schockierenden Moment, der sich vor 3 Jahren an Bord shit, eines... Oh, nee, das Bug. Ist etwas, was ich nicht das sehen Das ist mein Paranoia. Und das ist bei jedem Flug mein Paranoia, Hanne. Ich denk mir mal irgendwann... Guck mal, die Menschen denken sich ja auch, ich fliege einmal im Jahr und noch zweimal. Digga, wir fliegen so oft und ja, ich hab Mann. So Angst, Digga. Irgendwann, Digga. Hanne, es muss ja irgendwann passieren. Ich will nicht im Flugzeug sterben, Mann. Wer schneidet dann die Videos zurecht? Man kann ja keine Videos schneiden wie ich, Mann. Hast du recht, Digga. Ja. Des Flugzeugs zutrug. 30 Minuten nach dem Start in New York gab es einen lauten Knall und ein Triebwerk des Fliegers Boah, explodierte. Nee, der Passagier Marty Martinez war sich daher sicher, dass seine letzte Stunde gekommen war. Schnell kaufte er sich Wi-Fi-Guthaben und schickte... Ehrenmann, ein bisschen Wi-Fi kaufen. 30 Euro. Hanne, Bruder, 30 Euro ein Flugzeug. Aber wie kann man in einem Abschluss noch daran denken, komm, ich kaufe noch schnell... Digga, du hast doch Schock, sein Vater, Bruder. Du hast zwar Schock, du weißt, okay, Digga, es ist vorbei. Ich mach noch ein Abschiedsvideo. Ich würde es vielleicht auch machen. Also ich würde beten. Ja, man, safe. Und dann vielleicht so als so, ne, Baba. Live gehen. Oder live gehen, Bruder. Nein, aber so. Zu schlechte Qualität? Ja, zu schlechte Qualität. Zu schlechte Internet. Mit der Tische kannst du. Doch, ich würde Spannung jetzt machen. Kannst du machen, Bro. Doch, Bruder. Irgendwas musst du hinterlassen. Hoffen wir, dass es niemals. Irgendwas musst du hinterlassen, Bruder. Hoffen wir, dass es niemals zu seiner. Du musst einfach nur weinen in dem Moment. Na, Bro. Hoffen wir mal, dass es niemals zu so einer Situation. Junge, die Nachbarn. Boah, bis kurz, du Mann. Hoffen wir mal, dass es niemals zu so einer Situation kommen wird. Wir machen weiter. Der Abschiedsnachrichten an seine Liebsten. Aber damit nicht genug. Er hat auf Twitter gepostet. Marty streamte die dramatischen Szenen. Er ist live gegangen, guck. Flugzeug auch live auf. Noch die Subs mitnehmen, Kapi. Facebook. Glücklicherweise behielt die Pilotin einen kühlen Kopf und schaffte eine Ice Notlandung. Und so war Marty. Pilotin. Ice in her veins. Hast gehört? Pilotin. Vermeintliches Abschiedsvideo doch nicht sein letztes. Heftig, kommen Digga. Wir nun zur Nummer 6 und damit zu Jacob Childs. Jacob der 30-Jährige ja. befand sich vor 5 Jahren mit einer Gruppe. Kurze Real-Life-Story am Rande. Kurze Real-Life-Story am Rande, Digga. Okay, los. Digga.
Ihr wisst, ich war tauchen in Mexiko. Ey, lass dich so, Leute, dann mal ficken uns. Okay. Bruder, wir tauchen so ungefähr um die halbe Stunde so, ja? Ich war nicht dabei, weil ja, ihr wisst, nicht dabei, Bruder. Ich kann diese Tauchmaske nicht in meinem Mund, den ich kotzt habe. Diese Story ist wahr, Bruder, war wahr sogar. Ist vor 2 Wochen passiert. Ich hab's mir nicht anmerken lassen. Wichser, hör auf zu lachen, Mann, du hast ja mein Leben damals verloren. Okay, jetzt ist es jetzt nicht wert. Wir fahren immer 50 Kilometer irgendwo, um 10 Sekunden was im Video einzublenden, ja, aber die wissen nicht, was im Hintergrund passiert. Ich bin unten, Bruder, ungefähr 8 bis 10 Meter Tiefe so. Bruder, ich atme, ich guck auf einmal, kommt keine Luft mehr. Ich so. Ich guck zum Lehrer, Bruder. Ist so. Wohin guckst du? Zum Lehrer. Zum Tauchlehrer. Ja. Und wenn er ein Problem gibt, Bruder, immer den machen. Ja. Ist so. Also wie? Wie? Atme so auf dem. Weißt du? Ja. Ich so. Bruder, ja. Ich atme, es kommt nichts. Ja. Es kommt nichts mehr, ja, Bruder. Ja. Es kommt nichts mehr. Ist so, ich muss hoch. Er sagt, nein, bleib. Ich muss hoch. Ist so, ich kann nicht mehr. Bruder, ich war jetzt vor Kreislaufkollaps. Walla, Bruder, auf dem Weg nach um Eifers und alles schwindelig, alles wird schwarz. Es ging mir nicht gut, Bruder. Und erst oben habe ich realisiert, Bruder, ich war eins vor tot. Lechtot. Ich war eins vor tot, Bruder. Lechtot einfach. Ja. Und wegen ein paar Sekunden Aufnahmen, Bruder, habe ich mein Leben da fast gelassen, Digga. Im Atlantischen Ozean. Und was meint er dann, als du meintest, warum ist deine Gasflasche leer? Bruder? Ja, du hast nicht, das ist aus und so. Ja. Er wollte keine Panik machen. Ja, er wollte keine Panik machen. Oh, I see und so ein Scheiß. Ja, perfekt, Digga. Dann schau mich an, ich wiege 200 Kilo. Hab nicht die Kondition wie Ronaldo, dass ich einfach aus Spaß 10 Meter unten nach dem Tuf tauche. Ach ne, wir machen weiter. Bei Toilettentieftaucher. Los. Im Meer vor der Küste des US-Bundesstaat Queensland, um zu tauchen. Dann trieb ihn die Strömung aber immer weiter von den anderen weg. Los, und Jacob sein. Wurde innerhalb von 6 Stunden... Ich fühle ihn, Bruder, ich fühle ihn. Baller, genauso sah ich auch aus, Digga, genauso fett. Diese Abzüge sind Lächeln, Bruder, hey, ja, da so. Das klebt in deiner Arschritze und so ein Scheiß. Etwa 30 Seemeilen weit weggespült. Der Taucher brach trotz dieser Schlimmen... Wie kann er sich denn von seiner Truppe entfernen und 30 Meilen woanders... Er war alleine. Ach so. ...Situation nicht in Panik aus und dokumentierte alles mit seiner GoPro. Bisschen chillen. Das war der Stinker mit seiner GoPro. Jo, Freunde, was geht? Was geht ab, Freunde? Was geht ab, Freunde? Wir sind gerade am Jetski fahren. Also, das ist auch ein Lechtod. Hat ja. Ich gesagt, wie ist das im Ozean? Das ist so eine GoPro-Aufnahme. Ja, Leute, was geht? Also, ich werde nicht mehr gefunden. Weißt du, was der schönste Tote wäre? Einfach im Schlaf. Ja, aber das... Einfach schmerzlos. Das von den 5 Toten wäre mir das am unangenehmsten. Einfach im Wasser. Und dann noch kurz vor Tod greife ich so ein Hai an. Stell dir mal vor. Digga, ja, Wallah. Haben wir das Video doch gefilmt, Digga. Nee, das willst du nicht bocken, Digga. Nee, Digga. Hallo, Bruce. Hallo, Bruce. Fische sind Freunde, kein Futter. Aber ich hab Delfine. Delfine, genau, die meinen, sind so süß. Wir machen weiter, Digga. Unglaublich ruhig nahm er auf, was er für die letzten Videos seines Lebens hielt und wurde schließlich von der Wasserschutzpolizei entdeckt und gerettet. Sein Hobby, das Tauchen, hat Jacob übrigens trotz dieses schlimmen Vorfalls nicht aufgegeben. Weiter geht's mit der Nummer 5 und dem 16-jährigen George aus England. Der Junge hatte sich mit einem Freund geprügelt und war zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Er hat Schläge kassiert, Bro. Digga, hör auf jetzt. Er hat kassiert. Das ist ein wichtiges Video, Bruder. Es kam die Schläge raus, er hat kassiert, Bruder. CT-Scan brachte dort etwas Schreckliches ans Licht. George hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn und musste dringend operiert werden. Auf jeden Fall, Leute, Gewalt ist keine Lösung. Wenn ihr mit irgendjemandem einen Streit habt, versucht es mal auf eine andere Weise zu klären. Nein, es bringt nichts. George, sein Vater und seine Stiefmutter Daumen hoch für die netten Worte und für die Aufklärungsarbeit wussten, dass der Teenager diese Operation vielleicht nicht überleben würde und verbrachten weinend die letzten Minuten miteinander. Schließlich rief George noch seine Mutter an und sagte ihr, dass er sie liebte. Boah, Digga, das ist hart. I love you, Mom. Die Operation ging dann aber doch gut aus und George wurde wieder gesund. Heute sagt er, dass er durch diesen Vorfall schneller erwachsen geworden sei. Auf der Nummer 4 befindet sich der Bergsteiger Aaron Ralston aus den USA. Aaron hatte es sich zum Ziel gemacht, alle... Bruder, das ist auch ein Hobby, was ich nicht verstehe. Er provoziert sein Glück. Das sind Adrenalin-Junkies, ja, Bruder. Er provoziert sein Glück. Aber Bruder, sowas ist nicht cool. Nee. Hallo, wieso, Bruder? Bleib doch einfach zu Hause und isst dein Chicken weg, Digga. Ja, Bock war, dass du auf Bergkletterst. Bock war, Digga. Bock war.
hohen Berge im Bundesstaat Colorado ganz alleine zu besteigen. Und daher war er auch am 26. April 2003 alleine unterwegs, ganz komisch, als er einen einsamen Canyon durchwanderte. Ah, ich kenne den Film. Kennst du den Film? Nee. 127 Stunden. Nee. Bruder, es gibt einen Film davon. Richtig geil, Bruder, musst du dir angucken. Okay, mach ich. Mach ich nach dem Video. Wollte dann gerade in eine Spalte klettern und hielt sich dabei an einem Felsbrocken fest, als es passierte. Plötzlich löste sich der über 400 Kilogramm schwere Felsbrocken und klemmte seinen Arm ein. Aaron war daraufhin gefangen und versuchte 5 Tage lang, sich aus dieser ausweglosen Situation zu befreien. Währenddessen nahm er mehrere Videos auf, in denen er sich von seiner Familie verabschiedete. Mein Name ist Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Er sagte seinen Eltern, dass er sie liebte und vererbte all seinen Besitz an seine Freunde. Schließlich griff er dann zu der drastischsten Maßnahme seines Lebens. Er opferte seinen Unterarm und konnte sich so aus der Felsspalte hinausbewegen. Seine Geschichte wurde anschließend international bekannt und sogar in dem Film 127 Hours mit James Franco verfilmt. Seitdem ist Ralston übrigens auch ein gefeierter Speaker, der Menschen den Wert des Lebens vermitteln möchte. Ja, er muss nur einen Arm dafür verlieren. Kommen wir nun zur Nummer 3 und der Krankenschwester Amber Cornhurst. Amber ging vor 5 Jahren im US-Bundesstaat Arizona alleine wandern und erkundete die Beeindruckung. Das ist auch gefährlich. Ich würde niemals als Frau oder auch generell nicht alleine irgendwo wandern im Wald, Digga. Am Ende kommen irgendwelche bockt sich nicht, Mann. In der Felslandschaft, als sie den Halt verlor und 30... Egal, wo ihr hingeht, seid immer zu zweit. ...Meter von einer Klippe in die Tiefe stürzte. Nachdem sie unten aufgeschlagen war, konnte Amber nicht mehr aufstehen und versuchte verzweifelt mit ihrem Smartphone den Notruf zu wählen. Aber sie hatte keinen Empfang. Da sie sich sicher war, nun einsam sterben zu müssen, machte sie mit letzter Kraft ein Selfie von sich und schrieb: Mama und Papa, vergeblich halte ich Ausschau nach Hilfe, das ist das Ende auf ihr Display. Amber konnte nach eigenen Erzählungen nicht aufhören, an ihre Eltern zu denken und wie sehr es sie schmerzen würde, ihre Tochter zu verlieren. Glücklicherweise hatten aber die Mitarbeiter des Hostels, in dem sie lebte, ihr Verschwinden bemerkt und Suchtrupps losgeschickt. So konnte Amber nach 24 Stunden schließlich doch noch gerettet werden und wurde ausgerechnet in das Krankenhaus gebracht, in dem sie selbst als Krankenschwester arbeitete. Heftig. Auf der Nummer 2 befindet sich ein Mann, der fast ein Opfer der aktuellen Situation geworden wäre. Matt Dockray aus England hatte sich nämlich mit dem Virus infiziert und zeigte so schwere Symptome, dass er auf der Intensivstation eines Krankenhauses untergebracht wurde. Es sah schlimm aus und Matt entschied sich dagegen, mit seiner Familie zu FaceTime. Stattdessen nahm er mit dem Smartphone ein Abschiedsvideo auf und war sich sicher, sterben zu müssen. Heftig. Nachdem seine Lungen schon fast versagt hatten, erholte sich Matt aber doch wieder und durfte schon bald wieder nach Hause. Der 39-Jährige appelliert nun an alle Menschen, das Virus wirklich ernst zu nehmen. Kommen wir nun aber zur Nummer 1 und der Studentin Amber Van Heck. Die 24-Jährige hatte sich schon lange auf ihren Roadtrip durch einen Nationalpark im US-Bundesstaat Arizona gefreut und aber war gerade mitten in der Wüste unterwegs, als ihr Autonavi offenbar verrückt spielte. Auf nach Arizona. Und ihr einen falschen Weg anzeigte. Schließlich ging Amber dann auf einem Schotterweg das Benzin aus. Und so fangen Zombiefilme an. Natürlich hatte auch sie in dieser Situation keinen Handyempfang. Es verging ein Tag nach dem anderen und die Studentin war sich irgendwann sicher, dass sie dort sterben müsste. Also nahm sie ein Abschiedsvideo für ihre Familie und Freunde auf und sagte ihnen, wie sehr sie sie vermisst. I'm okay. Nach 5 Tagen fasste Amber dann aber doch wieder Mut und lief einfach los auf der Suche nach Hilfe. Ja. Nach 18 Kilometern Wanderung hatte ihr Handy plötzlich wieder Empfang. Die Studentin konnte so die Polizei anrufen und wurde schließlich gerettet. Stefan, und das waren auch schon die 10 Abschnitte. Deswegen auch immer Powerbanks mitnehmen und so, egal was sie macht. Meine Damen und Herren, das war ein sehr, also ohne Witz, das war das beste Wissenswert-Video, was ich je geguckt habe. Ist auch ein bisschen älter, glaube ich. Wann kam es online? 24.3.? Eine Woche, ja gut. Also wir haben zwar ein bisschen verpasst. Gelacht und so, ja. Aber heftiges Video, Digga. Wirklich, ohne Witz, krankes Video. Seid immer auf der Hut, passt immer auf euch auf, bleibt gesund. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Wissenswert-Videos reagieren sollen, gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, würde mich freuen. Und ich weiß immer noch nicht, wann das Video online gekommen ist. Falls meine Kollektion heute kommt, checkt die Kollektion. Kauft ihr nochmal? Ja, sag ruhig. Kauft die heute erst, meine Freunde. Okay, tschüss.